Hallo, ich bin Kira. Herzlich willkommen zu Inside Grand Prix TV. Wir haben das Neueste aus der Formel 1 Szene für euch. Nach dem umstrittenen Sieg von Fernando Alonso in Hockenheim ist jetzt das World Motorsport Council, kurz WMSC, der FIA gefordert. Dieses muss nun entscheiden, ob Ferrari noch härter bestraft oder freigesprochen oder ob das Reglement angepasst werden muss. Trotz der Aufregung um die vermutete Stallorder, viele Fahrer urteilen den Paragraph 39-1 als Unfug, da man einen Verstoß nicht beweisen könne. In Paris ist Ex-Ferrari-Chef Jean Todt der Vorsitzende des WMSC und sein Sohn Nicolas ist übrigens der Manager von Felipe Massa. Eine durchaus delikate Angelegenheit also. Wie die Geschichte auch ausgehen mag, neben den verschaukelten Fans gibt es auch echte Verlierer. Diejenigen, die am Sonntag auf einen Sieg von Felipe Massa gesetzt haben. Immerhin stand die Quote bei 4:1. Vettel auf 3, Rosberg auf 8 und Schumacher auf 9. Das Abschneiden der Deutschen unter den Top 10 durchwachsen. Und dennoch im Fancamp am Hockenheimring glaubt man an einen deutschen Weltmeister. Ich denke mir mal, für Vettel sieht's gut aus. Attacke! Michael Schumacher! Ich hoffe, wenn Vettel und Webber sich nicht ständig in die Karre fahren, dann hoffe ich, dass der Vettel doch den Weltmeistertitel holt. Attacke! Michael Schumacher! Ich würde für den Vettel wünschen, dass er es macht, aber Schumacher, da kommt er nicht mehr mit. Sehen Sie das alle? Aus deutscher Sicht kann man nur hoffen, dass dies keine Bauchlandung gibt. Stänkerer aus England. Erst Platz 9 plus Überrundung und jetzt auch noch Kritik aus England. Stirling Moss schießt erneut gegen Michael Schumacher. Diesmal mit den Worten, Schumacher ist keine 7 Weltmeistertitel wert. Als Begründung gibt Moss an, dass der Deutsche nie eine Nummer 2 hatte, an der man sehen konnte, wie gut er wirklich war. Schon vor einiger Zeit hatte Moss die Rückkehr von Schumacher als großen Fehler bezeichnet. Moss war in der Formel 1 übrigens der ewige Zweite. Sorge um Klassiker. Um die Zukunft des Rennens in Monte Carlo wird derzeit verhandelt. Das bestätigt der Automobilclub in Monaco. Im Vorfeld hatte Bernie Ecclestone gedroht, den Klassiker aus dem Kalender zu streichen. Man munkelt, um die Lizenzgebühren in die Höhe zu treiben. Die Antwort aus Monaco? Kein Kommentar. Inspektion. FIA-Renndirektor Charlie Whiting hat sich vor Ort über den Fortschritt beim Bau der neuen Formel-1-Strecke in Südkorea informiert. Sein Fazit? Positiv. Man sei optimistisch, dass das Rennen den Teams, Fahrern und Fans gefallen werde, so Whiting. Voller Zuversicht ist auch Streckenarchitekt Hermann Thielke. Das wird eine sehr interessante Strecke mit einer sehr langen Geraden, einer sehr kurvenreichen und schnelle Kurven. Da drin, also es wird fahrerisch sicher eine Herausforderung sein. Neues Rennen. Nach Austin, Texas hat die Formel 1 jetzt auch New Jersey im Visier für ein zweites Rennen in den USA. Vielleicht auch als Art Trumpfkarte, falls das Rennen in Austin, Texas platzen sollte. Ecclestone hat bereits Befürchtungen geäußert, dass die Texaner mit dem Bau nicht rechtzeitig fertig werden. Fragt sich nur, ob man im Bundesstaat New Jersey schneller arbeitet. Kommen wir zum härtesten Bremspunkt des nächsten Rennens am Hungaroring. Für die Brembo-Ingenieure steigt man vor der ersten Kurve nach Start, ziehen am härtesten in die Eisen. Um ganze 199 Sachen muss man abbremsen. Die Leistung, die dabei abgegeben wird, beträgt 1831 Kilowatt. Satte 4,55 G wirken auf die Fahrer und mit 132 Kilogramm muss er aufs Bremspedal treten. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns wieder zu einer neuen Ausgabe von Inside Grand Prix TV. Ciao.